Christopher Hornig vor 2 Stunden sagt, fick die Dicken, Hashtag Cuxhaven. Ja, dann können wir das nicht mehr weiterhin. Nee, das ist Quatsch. Dann ist der halt noch. Dann mach jetzt mal kein Mensch-Predding, Mann. Das ist ja alles. Nee, ich krieg sonst Wanderhoden. Ja, hast du schon. Nicht wieder im Tino anrufen, wo ist mein Hoden hin? Wo ist den suche ich gerne für dich. Okay. Sind wir Brennpunkt Hodensucher auch, dass wir hier. Ab heute sind wir der Brennpunkt Hodensucher. Oh, ist das schön, Tino, dich wieder endlich anschauen zu können. Es ist so geil. Ach so. Hat's so gefehlt. Wir sind jetzt übrigens. Warte, ich hab grad schlechtes Internet. Ich höre euch nicht. Könnt ihr das nochmal sagen, bitte? Ja, Herr Rollers, du hackst manchmal. Kannst. Oh, das war ein Prank, Leute. Brennpunkt Internet sitzt zusammen in einem Raum. Zum ersten Mal seit Monaten. Ja. Gestern wurden die Beschränkungen runtergeschraubt. Das heißt, wir dürfen jetzt ganz vorbildlich hier mit 1,5 cm Abstand nebeneinander sitzen. Mit 1,5 Hausständen. Und Atemschutzmasken und Maulkorb und Kondom sitzen wir jetzt hier und sind zum ersten Mal wieder vereint. Aktuell sprechen wir in ein Mikrofon. Das ist vielleicht nicht optimal. Wir gucken mal, was da bei rumkommt. Das stimmt nicht. Wir haben eigene Mikrofone und haben genug Abstand. Zwischen uns sind Plexiglasscheiben. Ja. Tino, wink mal. Und so Verkäufer von der Rewe auch. Die werden gleich mitgeliefert. Genau, dazwischen, genau. Die gibt's exklusiv dazu. Mir fällt das Wort nicht ein. Inklusiv wäre dann auch. Also, wir sind... Brenn. Ben. In. Interpol. Net. Wir sind die Speerspitze, Mauerfall. Der Internet-Podcast-Innen. Danke, danke. Ja, so. Wir fassen die letzte Woche zusammen aus Sicht des Internets und meine Fresse hat das gebrannt. Nicht nur das. Was denn? Überall hat es gebrannt. Es hat ja letzte Woche schon in Amerika gebrannt. Aber habt ihr auch so scharf gegessen? Ja. Ja, auch. Tatsächlich. Wo hat es mehr gebrannt? Im Fernsehen hat's gebrannt, die Woche. Fernsehen hat's aber richtig. Mach ich halt keine Witze mehr. Komm, mach zu zweit. Du warst lustiger, als du noch im Discord warst. Ich bin ab nächste Woche eh nicht mehr dabei. Ihr müsst mich ein bisschen durchtragen. Ich habe wenig geschlafen. Wir waren noch ewig feiern gestern. Du warst ein bisschen krank. Saufen. Sag's, wie es ist. Ich war saufen, chemische Drogen. Ich war Mate saufen. Ich habe 4 Mate getrunken gestern und hatte heute Morgen ein Seminar, ein Online-Seminar. Und hatte halt nur 5 Stunden Schlaf und bin jetzt ein bisschen durch. Aber ich bin trotzdem wach für euch und habe die ganze Energie gesammelt für diesen Podcast heute. Okay. Darf sich danach gleich wieder hinlegen. Meine Güte. Du hast aber trotzdem 1-2 Notizen oder was? Ich habe viele Notizen. Okay, gut. Ist ja einiges passiert, Jungs. Boah, was? Das sind ja 5 Seiten! Es sind 3 Seiten, aber es ist ja auch nur, wenn uns gar nichts mehr einfällt. Ja. Ja, wenn wir das alles abhandeln in 5 Minuten, dann kann ich hier meine Trickkiste öffnen. Ich guck mal ganz zart rein, dass ich mich schon mal zu den Themen belesen kann. Ich weiß wieder irgendwas übelst Uninformiertes sagen und der Kommentar mir da wieder um die Ohren fliegt. Das geht richtig schnell. Ich möchte bitte die Sendung beginnen mit meinem Highlight der Woche. Und das ist nicht, und jetzt mache ich eine kleine Inhaltsangabe des Podcasts, das ist nicht etwa das Fotoshooting von Donald Trump. Das ist nicht Beauty and the Nerd. Es ist auch nicht das neue Rezo-Video. Aha. Nein, es ist ein anderes Video von einem afroamerikanischen Menschen, der ein Polizeipferd geklaut hat und Black Lives Matters durch die Stadt schreiend auf diesem Pferd daherreitet und sagt, vielleicht gehe ich heute Nacht ins Gefängnis, scheiß drauf. Und den Tag seines Lebens einfach hat. Ich habe es so gefeiert. Also ein Schwarzer, der eine Straftat begeht. Das feierst du, ja. Ja, die müssen als Geschäft bedienen. Ist George Floyd auferstanden oder wer war das? Wie bitte? Ist George Floyd auferstanden oder nee, wer der war ist das? Nicht. Das war eins der 4 apokalyptischen Reiter. Nee, das war irgend so ein random Dude. Ach und so. Er hat halt einfach ein Polizeipferd geklaut. Das ist witzig. Und das dann? Ist in sich schlüssig. Dann ist er durch die Stadt geritten. Während alle looten, sitzt er auf seinem Pferd. Ich habe noch so ein Foto davon. Aber hören denn die Pferde auf so fremden Menschen? Polizeipferde sind doch hart durchtrainiert. Die müssen doch mit Lautstärke und Explosionen und so klarkommen. Ich habe heute voll Angst vor Pferden. Es ist super geil. Es ist so geil, Alter. Der klaut ein Pferd. Ja, ihr könnt das nicht nachvollziehen. Nee, das ist so ein bisschen wie als ich damals zum ersten Mal GTA San Andreas gespielt habe und mich so gefreut hat, dass ich jetzt eine Straßenkehrmaschine fahren kann. Ja. Und das halt ist halt noch mal ein Zacken schärfer. Man hat halt dann ein Pferd. Und man darf nicht vergessen, es ist in echt. Ja. Und ich habe es halt nicht gesehen. Aber ich frage mich, wie er das gemacht hat. Hat er dann auch den Polizisten runtergeschubst oder? Ich denke mal, der Polizist ist von sich runtergegangen wegen irgendwas. Hat ja, hast du mal Lust zu. Und dann reiten? Hat er die Gunst der Stunde nicht abgeschlossen. Ja, genau. Okay. Oder er hat schnell alle Dinger durchgegangen vom Zahlenschluss. Ah, ja. Haben wir ja in Paris auch geschafft. Brute Force, ja. Ja,
Also das war auf jeden Fall mein Highlight, aber das ist natürlich nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt in diese ganze dramatische Entwicklung da in Amerika. Aber vielleicht fangen wir nicht mit Amerika an, oder? Nee, wir hören auf mit Amerika. Brennpunkt Amerika war letzte Woche. Ja, Entschuldigung, aber da ist der Brennpunkt ist ja gerade auf Amerika. Ja. Man kann nicht leugnen, dass das hier auch Gewicht hat und auch eine Daseinsberechtigung. Aber was ist denn sonst so passiert? Wir haben einen großen Trauerfall. Und zwar, ich würde gerne von euch wissen, ihr wisst vielleicht gar nicht, wer das ist. Werner Böhm ist gestorben. Scheiße, nein. Das war einer, also der war richtig... Nee, das war kein Schauspieler. Nee. Aber als ich das mitbekommen habe, dachte ich auch so, Alter, ja. Da sind Tränen geflossen. Kennst du nicht Werner Böhm? Nee, du auch nicht, ne? Auch bekannt als Gottlieb Wendehals. Der hat was getan und berühmt gemacht? Kein Schauspieler. Kein Schauspieler. Kein Musiker. Doch. Ah. Genau. Ganz berühmt. Sag's mal, von welcher Band? Ja, sag's mal, Herr Rodes. Na, wie heißt die Band? Ja, wie heißt die Band? Na, die Scorpions. So. Er ist ein Solokünstler gewesen. Und er hat den tollen Song Polonaise Blankenese geschrieben und das interpretiert. Der Song klingt wie ein Helge Schneider-Witz. Ja, ich vermisse den auch nicht. Wir fliegen los. Wir fliegen los mit ganz großen Schritten. So geht er. Aber das eigentliche Highlight war. Ist er auch losgeflogen jetzt quasi? Der ist jetzt für immer geflogen. Mhm. Der Käse ist für immer aus den Löchern. Okay. Und seine Ex-Frau hat getwittert oder geschrieben. Er hat sie immer von hinten an die Schulter gefasst. Viel lustiger. Werner ist auf Gran Canaria friedlich eingeschlafen. Ich bin sehr traurig. Das klang so, wie er ist friedlich eingeschlafen. Ich bin sehr traurig. Ah, es klang so genau, wie es da stand. Genau, ja. Ja, krass. Okay, also ich schlafe jeden Abend friedlich ein. Der entscheidende Punkt, den sie vergessen hat zu erwähnen, ist, dass er nicht wieder aufgewacht genau, ist. Genau, richtig. Ja. Wer weiß, was noch passiert. Wenn er wieder aufwacht. So ein Jesus-Ding, ne? Gottlieb Wendehals am Kreuz. So ein Delay. Okay, da ist eigentlich Böhm irgendwie. Werner Böhm, genau. Rest in Peace, altes Haus. Auch Dschungelcamp-Teilnehmer, glaube ich. Ah, da kann ich den tatsächlich mal gehört haben. Werner Böhm, also irgendwo, weißt du? So zweite Staffel, dritte Staffel, sowas vielleicht. Oh Gott. Ist ewig her. Wir haben so geile Meldungen in dieser Woche. Da gab es ja den Regenwald noch. Ja. Da mussten die den ja noch gar nicht als Set bauen. Mhm. Der ist ja mittlerweile abgeholzt. Schön. Deswegen Rest in Peace, das ist der Tote der Woche, würde ich sagen. Der Tote der Woche. Übrigens, meine Schwester hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass seit Corona gar nicht mehr darauf aufmerksam gemacht wird, dass der Herr Assange ja immer noch in einer sehr schwierigen Lage ist. Wollte ich nur noch mal gesagt haben. Wir haben ja einen Hörerwunsch drüber gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt verschoben wurde. Stimmt, seitdem ist er wieder frei. Und in dem Hörerwunsch haben wir gesagt, dass das erstmal auf Eis liegt bis 31. Mai, als die eigentliche Anhörung sein sollte. Und das war jetzt. Das habe ich nicht weiter verfolgt. Aber bis dahin wäre halt eh nichts Relevantes quasi passiert. Ist da jetzt was? Ich kann mir vorstellen, dass das halt verschoben wurde. Der Punkt ist, mir wurde heute erst wieder dieser Gedanke eingepflanzt. Deshalb habe ich jetzt auch nicht so eine krasse Information mir angeholt. Aber ist natürlich bemerkenswert, dass der natürlich nicht aktiv in die Köpfe der Leute gebracht wird. Ne? Ja. Ist ja auch ein gewisses Interesse dahinter. Das sind ja viele Themen, die gerade untergehen, so ein bisschen durch Corona. Natürlich, ja. Zum Beispiel Fußball-EM wird gerade gar nicht von berichtet. Ganz traurig. Ja. Das ist wirklich eine Schande für unsere Kultur. Normalerweise ist es halt umgekehrt, dass es so echte Nachrichten... dem zum Opfer fallen. Diesmal ist es so rum. Naja, dann würde ich sagen, machen wir hier einfach mal eine Live-Recherche. Los geht's. Ja. Julian, was ist los bei dir? So. News gibt's hier gerade irgendwie nicht so, so wie ich das sehe. Ah, hier, Anhörung im Assange-Prozess auf September verschoben. Siehst du? Oh Gott. Genau das meine ich. Okay, es war auch der 18., meine ich, der 31., dann habe ich mir das falsch gemerkt, aber ja gut, wissen wir Bescheid. Und so lange bleibt er jetzt in Gewahrsam und muss... Vermutlich wird da nichts Relevantes passieren bis dann. Also nichts Krasses. Ja, gut. Hier habt ihr es zuerst gehört, liebe Leute. Och, was war denn das? Achso, nee, ich habe gerade Logan Paul gelesen. Aber da stand Julian Paul Assange. Da ist Paul mit zwei. Ja, da merkst du mal was. Ja? Der ist so... Es gibt ja jetzt die habt ihr es mitbekommen, die zwei Pole der Pauls. Logan Paul, der Gute jetzt. Und Jake Paul, der Schlechte. Oh. Habt ihr nicht mitbekommen. Ey, sorry. Bin ich aber auch nicht so traurig. Also. Jake Paul hat mit geriotet und augenscheinlich auch mit geplündert. Gelootet. Aber da habe ich habe keinen Beweis dafür gesehen. Er ist halt einfach bei so einer Gruppe mit gewesen und ihm wurde eine Weinflasche in die Hand gedrückt. Aber ich habe nichts gesehen, wie er tatsächlich irgendwie ein Geschäft ausgeraubt hat oder so. Aber der wurde verhaftet. Mhm. Und währenddessen hat sein Bruder Logan Paul, das habe ich dir auch geschickt, ja. Timo, hat in einem Podcast oder in einer Radiosendung oder sowas, hat so eine zweiminütige Ansprache über Rassismus gehalten und die war schon... Die war echt gut, die war rhetorisch einwandfrei, die war ernsthaft
und voll reflektiert. Das habe ich dem gar nicht zugetraut, Mr. Suicide Forest. Ja. Tja, sowas gibt's auch. Und da sind jetzt die beiden Pauls gegenüber, so, weißt du? Aber lieben die sich trotzdem noch oder sind die jetzt auch im Beef? Ich weiß es nicht, vielleicht ist das jetzt auch so ein, weißt du, schwarz-weiß. Naja, die sind ja beide gegen Rassismus, oder? Der eine ist halt, der plündert halt irgendwelche Läden aus und der andere... Vloggt halt lieber vielleicht hat der andere das auch gemacht und wurde nicht erwischt, kann natürlich auch sein. Der ist ja auch jünger, der Jake Paul, ne? Ja. Der muss noch ein bisschen reif werden und... Lass ihn ruhig plündern und so weiter. Und in ein paar Jahren hätte er auch... Das ist ein Reifeprozess. Man muss einfach im Leben ein paar Geschäfte überfallen haben, bevor man wirklich sich erwachsen nennen kann. Nee, ich finde es gut, dass du mit deiner legalen Jugend da so ein bisschen noch Abstand halten kannst. Und so auch von einer gewissen Entfernung betrachten kannst. Ja. Ja. Ich war ja auch nicht anders. Ja, so mit 16 war ich auch noch viel radikaler und war ein bisschen krasser in meinen Ansichten. Man wird ein bisschen... Du hast bestimmt auch bunte Haare, ne? In deiner wilden Zeit. Die hatte ich, genau. Weißt du, wer auch bunte Haare hat? Dieser komische Rapper, der. Wie heißt denn der? 6ix9ine oder sowas? Nee. Es kommt jetzt auf jeden Fall. Ja, meine Freundin, ne? Was hat die Woche wieder gemacht? Deine Freundin? Mhm. Deine Freundin? Ja. Wer ist denn deine Freundin? Ja, die hat bunte Haare. Wir wissen alle, dass du auf Rezo hinaus willst, jetzt mach! Nee, ich glaube, Tino wusste das nicht. Ach, wieso? Ich dachte, dieser komische Rapper da mit den Regenbogenhaaren, der von allen gesucht wird. Ach, was weiß ich, der interessiert mich nicht, der ist schwarz. Ist der schwarz? Na, wenn du 6ix9ine weißt, der ist, glaube ich, schwarz. Ich kenne mich doch nicht aus in dieser Riege, Mann. Das sieht nicht schwarz aus. Aber ich weiß es nicht. Von wem redest du jetzt? Dieser Regenbogen-Rapper da, der letztens noch im Gefängnis war und dann... Hat er gesnitcht und alle verraten und. Das ist, glaube ich, 6ix9ine, ist der nicht? Ich kenne ihn nur. Es ist ja auch völlig egal. Es ist völlig egal, welche Hautfarbe. So. Es war ja nur für meinen Gag. Tut mir leid. Und das habe ich satirisch gesagt, weil es ja Leute gibt, die sagen, die Schwarzen, was interessieren die mich? Ich gucke jetzt trotzdem, ob der schwarz ist. Wann kommen wir jetzt endlich zu meiner Freundin Rezo? Na, erzähl doch mal, was ist denn da passiert? Der hat wieder ein bisschen Wirbel gemacht in Amerika. Nee, Quatsch, tatsächlich hierzulande. Der scheint Hispanic zu sein. Der heißt Daniel Hernandez. Siehste, er ist kein Schwarzer. Das hätte ich gemerkt. Ja, ich kenne mich doch in dieser scheiß Drecksmusik nicht aus, Mann. Also seitdem wir nicht mehr im Radio sind, kann ich ja jetzt guten Gewissens sagen, ihr alle habt ja die Zerstörung der CDU gesehen. Ja. Und da kam jetzt das Folgevideo, beziehungsweise kein direktes Folgevideo, aber ein ähnliches, halt Zerstörung der Presse, wo er auf die Thematik eingeht, dass es schwierig ist, der Presse zu vertrauen und man nicht weiß, welchen Blättern man vertrauen kann, weil eigentlich an jeder Front hin und wieder mal unseriöse Berichtsführungen gemacht wird, ne? Dass sehr, sehr viel gesendet wird, was nicht sonderlich relevant ist oder dass Adressen preisgegeben werden etc., wodurch halt auch Leute keine Interviews geben wollen und ihr Vertrauen verlieren. Und das halt Mitschuld ist, dass sich jetzt gerade so Desinformation breit macht und Verschwörungen halt aufflammen können. Da hat er sehr, sehr viel die Frage gestellt, inwiefern das Schuld der derzeitigen Presse sein könnte. Insbesondere halt Druckpresse. Hast du es gesehen, Tino? Natürlich. Schön. Es ging zwar eine Stunde lang, aber es hat Herr Rolle schon gut zusammengefasst. Wobei er ja auch sehr relativiert und differenziert und auch sagt, es geht nicht um alle Presse. Also nicht jede ist irgendwie lügnerisch und verhält sich falsch. Es gibt auch gute Presseleute, die Quellen angeben und Links und seriös sind und wenig lügen. Er nannte zum Beispiel die Tagesschau, hat er gelobt, und Netzpolitik und Volksverpetzer und so. Aber eben, er kritisierte vor allem den Springer Verlag, so Bild und diese bunten Blätter, die halt irgendwelche Interviews erfunden haben von Angelina Jolie. Und sagt aber auch, es ist kein Zerstörungsvideo, es ist einfach nur... Er sagt sehr früh auch, ne? Genau, er sagt sehr früh, dass es halt darum geht, einfach mal aufzuzeigen, was für Fehler passieren in den Medien, dass man aber eben auch differenzieren muss und dass nicht alle lügen, so. An dieser Stelle möchte ich auch auf die Doppeldeutigkeit nochmal hinweisen, die mir erst gar nicht so bewusst war, wenn man sagt, die Zerstörung der Presse, kann man ja auch meinen, die Presse so macht. Anrichtet, ja. Ja. Von daher, da hat sich, glaube ich, dann, ich weiß nicht, ob es... der Axel Springer war, also irgend so ein höherer Redakteur hat sich da zum Wort gemeldet. Ich habe es mir leider nicht durchgelesen. Der Chefredakteur, Julian Reichelt. Kann sein, ja. Und das war wohl, ich habe es leider nicht gelesen, vielleicht hast du es gesehen. Das war wohl sehr Panne, wie er da reagiert hat. Ja, sei froh, dass es Presse gibt, war so der Tenor. Und das Dumme war, dass der Tweet kam kurz nach der Veröffentlichung des Videos raus. Das Video geht ja eine Stunde. Und er muss wohl schon nach 10 Minuten diesen Post gemacht haben. Das heißt, er hat es gar nicht gesehen, das Video. Und hat aber schon geurteilt,
wie dumm Wieso wäre und undifferenziert und so weiter. Vielleicht hat er das Video einfach 6-mal aufgemacht, jeweils mit einem Abstand von 10 Minuten und hat es gleichzeitig geguckt. Ach so, aha. So arbeiten die bei geguckt, der Zeitung ja. Wahrscheinlich, ja. Er hat die Geschwindigkeit hochgedreht auf Dingsprozess. Sechsfache Geschwindigkeit. Genau. Ja. Geht leider nicht. Ne? Dann nehme ich alles zurück, Herr Reichelt, Sie haben das Video gesehen, ganz bestimmt. Nur halt viel schneller als der Rest. Ist doch sehr, sehr schlau. Und Wieso gibt ja auch Tipps, wie man es besser machen kann und empfiehlt, dass die halt mehr auf Quellen eingehen und bei Online-Artikeln auch mehr verlinken und so und nicht immer nur sagen, wie Bild geschrieben hat, sondern dass sie auch mal selber recherchieren, so die großen Pressehäuser. Also ich war gerade mit Herr Rodes unterwegs, als ich eine Notification bekommen habe, dass das Video online ist. Leider, also ich habe Rezo nicht abonniert, sondern in der Oase, die Oase ist was ganz Tolles, Ausrufezeichen Oase in den Chat, dass da ein neues Video ist. Und da dachte ich im ersten Moment so, ob das jetzt so geiles Timing ist, wir haben vielleicht gerade größere Probleme, weil ich dachte so, dass das Video dafür sorgt, dass quasi die Presse noch schlechter dasteht. Mhm. Aber das macht das Video an sich nicht und da war ich dann beruhigt. Es ist sogar viel wichtiger aktuell, weil ja gerade die Bild-Zeitung den großen Virologen Drosten durch den Kakao gezogen hat und ihn nicht ernst nimmt und sie Wissenschaft in Frage stellen. Mhm. Deswegen finde ich das Video halt schon genau richtig zu dem Zeitpunkt. Wie gesagt, ich habe da nur die Überschrift gesehen und dachte so, jetzt noch, dann... Es ist ja auch teilweise so ein bisschen so aufgezogen für dass Verschwörungstheoretiker sich sagen, das gucke ich mir mal an, endlich. Aber auch die kriegen ja ihr Feedback, dass er ja auch sagt, dass es... dass es kein Aufruf ist, der Presse nicht mehr zu vertrauen, sondern dass man halt einfach nur kritisch sein soll. Und es gibt trotzdem auch Staatsmedien, in Anführungsstrichen, wie Tagesschau, die eine relativ hohe Quote haben. Aber da habe ich vorhin schon zu Herr Rodes gesagt, die eine Stelle fand ich ein bisschen Panne. Also da so, wenn einer von euch doch mal sagt, die Öffentlich-Rechtlichen sind nicht gut da. Hat er recht. Ja, das war ganz... ganz unglücklich auch formuliert, also es kam auch einfach nicht cool. Schwierig, dass man sowas halt nicht zur Debatte stellt und einfach sagt, ist so. Ja. Das ist natürlich eine Schwäche, aber so gut, also kein Video kann perfekt sein. Rezo macht sehr, sehr viele Videos sehr, sehr gut und man kann bei so einer Länge einfach nicht gar keine Fehler machen, gar keine Schwächen haben, aber der Satz war natürlich tatsächlich schwach, aber das macht das Video natürlich nicht. Und vor allem schlechter. Belegt er ja auch alles, also alle Aussagen sind mit so Fußnoten belegt und ständig springen euch irgendwelche Zahlen auf. Und hat ja auch ganz viele Dokumente angehangen und so. Und das fand ich beeindruckend für einen YouTube-Star. Das machen ja auch die wenigsten. Ja, so hat er ja aber auch damals mit der CDU gepunktet, bei dieser Thematik. Da konnten die halt wenig dagegen tun. Und ich habe eine Liste gemacht von seinen besten Ausdrücken in dem Video, die für RentnerInnen vielleicht schwierig sein könnten. Und ich lese mal vor. Die habe ich mir während des Guckens aufgeschrieben. 31er Snitch-Move. Was ist das? Ich würde gerne so ein kleines Lexikon macht. Wenn man Leute verrät, hinterhält dich. Genau. Verpetzt. Voll wack. Voll wack, ja. Das ist voll schlecht halt, ne? Ziemlich awesome. Ja, ist schon hart, wenn da so eine Rentnerzielgruppe sich das anguckt, die kommen da vielleicht nicht ganz mit. Abgefuckter Move, YOLO, nicht so nice, der Fail, wacke Quellen anzugeben, Wackness, die haben keine Skills und Unwahrheiten spreaden. Das sind halt so Sachen, das haben wir im Brennpunkt besser gemacht, finde ich. Dass wir den alles, Zuhörern wir alles besser. Komm, einen Service geliefert haben. Wir haben halt auch keine blauen Haare. Zumal das waren jetzt auch wirklich keine Anglizismen, die keine gute deutsche Besetzung haben. Hätte man natürlich nochmal, wenn man so mal wirklich, also wirklich den feinsten Grad nochmal weg hätte schleifen wollen, hätte man das nochmal durchgucken können. Ich muss aber auch wirklich sagen, das ist ein Punkt, an dem er irgendwie nicht... Vielleicht spricht er wirklich so, aber das für mich wirkt das ein bisschen unauthentisch, muss ich sagen. Das ist irgendwie so ein bisschen sehr, sehr geforst. Nee, ich kenne Menschen wie ihn und ich erwische mich auch manchmal dabei, wie ich halt solche Anglizismen benutze. Und also ich kenne ihn und der redet auf jeden Fall so. Achso, der kennt euch persönlich. Ja. Stimmt. Ja. Nee, ja, also... Ja, Kellerkinder. Wir haben ja gemerkt, als wir diesen Brennpunkt gemacht haben, wo wir die Anglizismen vermeiden wollten, wie schwer das ist teilweise. Ja. Geht halt schon bei manchen finde ich halt, ergibt sich irgendwie voll natürlich, aber irgendwie Falschinformationen spreaden ist irgendwie, weiß ich nicht. Das wirklich, wie würdest du es auf Deutsch sagen? Verbreiten, verteilen. Ja. Aber. Oder 31er Snitch-Move. Da kann halt Naidu oder so nichts anfangen. Damit gucken das Video und was ist. Der kann mit nichts was anfangen, dem ist nicht mehr zu helfen. Es war halt nur bedingt zielgruppengerecht, weil ich glaube, dass auch die Journalisten in den Magazinen und Zeitungen vielleicht auch nicht mehr so jung sind, um das zu verstehen. Zum anderen will er ja auch reden, wie er redet, und ich glaube, wenn er sich da zu sehr verbiegt, ich sage, wäre es nicht mehr das Werk, was er gerne
vorlegen würde. Wenn er wirklich so redet, ist doch völlig in Ordnung. Für mich wirkt es irgendwie nicht so, als würde er so reden. Also es wirkt so ein bisschen wie, wenn Luca halt ein Video macht und und du merkst halt, okay, er redet jetzt vielleicht so, weil er weiß, dass er eine relativ junge Zielgruppe hat. Das meine ich. Mhm. Er verstellt sich nicht krass, aber er passt sich vielleicht da irgendwie so ein bisschen an. Ja, das kann sein. Egal. Christopher Hornig vor 2 Stunden sagt, fick die Dicken, Hashtag Cuxhaven. Das ist ein ganz neuer Brennpunkt. Ich wollte von diesen ernsten Themen erstmal kurz weg. Wir können auch genug über brennendes Amerika reden. Was haben die Dicken diesmal getan? Ja, pass auf, die sind fett. Oh. Immer noch. Ja. Mann. Also in Cuxhaven gibt es ein Hotel, das hat Stühle. Zwischenfrage, Hotel Cuxhaven ist, denke ich mal, an der Küste. Wo genau ist denn das überhaupt? Ja, bei Cuxhaven. Ah ja, okay. Mhm. Ist das Ostsee oder Nordsee? Ja, hier Dings, da wo das Wasser ist. Ja, weiter, Robin. Ich würde jetzt Ostsee sagen, aber komm, okay. Gib nicht. Du erklärst, Tino, was passiert ist, ich gucke, wo Cuxhaven liegt. Oh, fuck, Nordsee. So schön die Nordsee auch ist, ich habe als Kind viele Sommer dort verbracht. Es gibt doch mit der Ostsee gleich nebenan eine gute Alternative. Naja, egal. In Cuxhaven gibt es ein Hotel. Wow. Das hat Stühle. Und diese Stühle sind nicht für Menschen über 130 Kilogramm geeignet. Das ist Mobbing. Ja. Das ist allerdings nicht die ganze Geschichte, muss man fairerweise dazu sagen. Die Besitzerin des Hotels... Ja, das ist Mobbing. Die Besitzerin des Hotels hat sich wohl auch zu Wort gemeldet und hat gesagt, sie findet, es ist Mobbing, wenn sie den Anblick ertragen muss. Ist was dran, ja. Finde ich aber auch nicht ganz ist gut, nicht die nett. Antwort. Ne? Ist nicht die feine nordseeische Art. Ja? Sowas gibt's ja. Ihr müsst ihre Sorgen ernst nehmen. Fat Lives Matter. Oh Mann. Ja, also pass auf. Ich finde, da ist schon ein großer Unterschied, ob man jetzt schwarz ist oder fett. Hm. Fett ist einfach nicht gesund. Fett wird schwarz man nicht. Schwarz auch nicht, die sterben auch reihenweise in stimmt. den USA. Statistisch gesehen ist Schwarzsein nicht gesund. Ja. Ihr habt es zuerst gehört. Fette werden nicht fett geboren. In der Regel. Ziemlich sicher. Also es gibt natürlich ein bisschen. Ne, gewichtigere Kinder und so, aber die sind dann wahrscheinlich, würde man die nicht als fett deklassieren. Ja. Und wir sollten uns vielleicht bei allem Body Positivity Ding drauf einigen können, dass Fettsein nicht das Gesündeste ist, was man machen kann. Ja, es stimmt. Also ich bin auch durch mein Studium, ich habe mich auch viel belesen über Essstörungen und Magersucht, solche Geschichten. Und ich kenne diese ganzen Argumente so mit, man macht ja Bodyshaming, alle sollen stolz auf ihren Körper sein, egal wie dick oder dünn sie sind. Aber ich finde alleine das Wort stolz, Tino. Alleine das... Ja. Jetzt muss ich ganz kurz ranten, wir sind ein satirischer Podcast, ja. Wenn du einen Adoniskörper dir antrainieren willst, da musst du Disziplin an den Tag legen, da musst du wirklich regelmäßig deine Übungen machen. Wenn musst du fett werden willst auch. Dann musst du wenn auch du fett werden essen. Willst, dann setzt du dich einfach nur hin, guckst irgendwie Netflix und schiebst einfach nur die Scheiße in dein Fettmaul rein. Gegenargument. Ich ja. Ich versuche seit Jahren zuzunehmen. Ja. Ich bin untergewichtig, mein Arzt schimpft mit mir und ich esse und esse und bin faul ohne Ende und werd nicht dicker. Du arme Sau. Ist so. Ich würde gerne so aussehen wie, weiß ich nicht, wie irgendein bisschen stärker halt. Ja. Ja. So, und es geht nicht. Es ist nicht so einfach. Auch dick zu sein ist ein Achievement. Ich denke, dick sein ist die eine Sache. Wenn man jetzt 130 Kilo ist halt auch jenseits von dick, würde ich sagen. Naja, was heißt, wenn jetzt jemand vielleicht wirklich 130 Meter ist, okay? Wenn jemand 2 Meter groß ist oder 2 Meter 10 und so viel wiegt bis 130, ja. Dann könnte der immer noch, halt, das ist halt jemand, der ist schwer, ja, der ist dick, aber der ist möglicherweise nicht fett. Zumindest nicht so, dass es akut ungesund ist. Ja, wenn der so groß ist, wahrscheinlich nicht. Nee. So, finde ich jetzt eigentlich nicht unbedingt einen Grund, sich jetzt zu schämen, so. Aber man muss einfach einsehen, dass es dann auch keine Dienstleistung mehr gibt, in Form von zum Beispiel einem Stuhl in Cuxhaven. Hm. Ich sehe es, natürlich ist es auch fürchterlich schade, dass es für Männer keine Schuhe in Größe 28 gibt. Aber ich finde, gewisse Einzelfälle... Ab einer gewissen Seltenheit dürfen die einfach hinten runterfallen. Und wäre natürlich super, wenn es von dem Hotel irgendeinen Ersatzstuhl gäbe. Aber ich würde bis zu dem Punkt, wo sie lediglich keinen Stuhl hat, der Hotelbetreiberin keinen Vorwurf machen. Aber dann zu sagen, das widert mich an, das ist mindestens einfach marketingtechnisch nicht so schlau. Wir hatten auch an der Uni tatsächlich eine Dozentin, die war auch sehr, sehr stark fett. Übergewichtig. Und sie war jetzt nicht so optimal gebaut.
Und sie hat auch nicht auf den Stuhl gepasst in dem einen Seminarraum, musste auch immer stehen und auf dem Tisch sich hinsetzen. Und sie hat auch keinen verklagt, weil sie halt wahrscheinlich auch wusste, okay, ich bin eher eine Seltenheit so und ich kann die Uni jetzt nicht verklagen deswegen. Aber ich verstehe den Frust der Leute, wenn die in Urlaub fahren wollen nach Cuxhaven, warum auch immer, wenn sie sich nicht hinsetzen können, dass es ein Problem gibt. Aber man kann das doch kompensieren mit irgendeinem, es muss doch irgendeinen Stuhl dort geben, der keine Lehnen hat, wo man nicht drauf passt. Ich als Linguistiker möchte hier einhaken und sagen, dass ich das nicht nett finde, sich Wörter auszudenken und dann irgendwann zu sagen, die darf man aber jetzt vielleicht nicht mehr so sagen, weil das ist diskriminierend. Zum Beispiel? Irgendwann hat man sich mal darauf geeinigt, dass Menschen, die dicker als dick sind, fett sind. Ja, aber und jetzt ist es auf einmal diskriminierend. Das ist doch gemein. Weil es abwertend ist. Deswegen. Das ist doch wie Idiot aber, oder aber so. Aber fett. Manche Leute freuen sich doch, wenn sie noch richtig an ihrem Steak so ein schönes bisschen Fett dran haben. Das ist doch nichts Negatives erstmal. Aber man kann doch nicht irgendwelche Wörter doppelt belegen und sie dann gleichbedeutend ziehen. So. Die Bank zum Beispiel. Ja. Dumm. Ja, dann sind die halt sehr, sehr pompös. Aber ich weiß ja aber, was ich im Grunde meine. Natürlich war das jetzt wieder überspitzt und so. Aber im Grunde muss es ja eine Bezeichnung dafür geben. So. Und wenn du jetzt zum Beispiel... Übergewichtig. Stark übergewichtig. Stark übergewichtig. Ja. Und wenn dann in 10 Jahren auch das als Diskriminierung wiederum gilt? Dann sagt man Kreisverkehr. Was? Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber auch Begriffe wie Idiot waren ja auch früher eigentlich für Menschen, die geistig zurückgeblieben sind. Ja. Und jetzt ist halt Idiot eine Beleidigung. Und so ist es mit Fett wahrscheinlich ähnlich. Ja, das kann doch mit Begriffen wie Frau passieren, dass es irgendwann auch eine Beleidigung wird. Ich finde, Frau ist jetzt schon eine Beleidigung. Kann passieren, weiß man nicht. Das zumindest, also ich würde eine Hotelbetreiberin nicht dafür blamen, dass sie keine Stühle da hat, die mehr als 130 Kilo tragen. Sie natürlich wäre es geil, wenn sie welche hätte, aber meine Güte. Ja, es gibt natürlich noch nicht den Shitstorm an. Es gibt natürlich auch die Leute, die vielleicht wirklich nichts dafür können, dass sie übergewichtig sind. Ne? Es sind sogar sehr viele, ja. Das sagen die. Aber da habe ich eh so eine Behindertenfrage. Wenn ich zum Beispiel höre, dass der Bus ganz, ganz laut sagt, welche Linie er ist, und wohin er fährt, dann ist das natürlich gut für Blinde. Ja. Aber 99% der Leute sind halt nicht blind. Das heißt, die brauchen das eigentlich gar nicht. Mhm. Und da frage ich mich... Naja, man träumt aber auch manchmal oder so. Ja, ja, aber jetzt nur mal so angenommen, jetzt das Modell, was ich aufstelle, ist jetzt angenommen, es wäre nur für Blinde. So. Ja. Dann frage ich mich natürlich, wäre es nicht cooler, wenn statt, dass der Bus für alle redet, nur der Blinde irgendein Tool hätte, das macht, dass er halt ausgestattet ist mit Informationen. Der Aufwand ist viel größer, als wenn der Busfahrer einfach das durchsagt. Der Unterschied hierbei ist... Nee, pass auf, kommt ja noch, meine Pointe kommt noch. Frage ist, ob der Aufwand wirklich höher ist, weil es hat ja dann auch mehrere Einsatzgebiete, ne? Da, so ein Tool kann ja alles Mögliche sein. Und dann frage ich mich wieder, jetzt ist ja das mit der Barrierefreiheit, ne? Ganz wichtig. So, naja, pass auf, kommt noch, ist das wirklich wichtig so? Und das ist nicht die Frage. Treppe weglassen, damit der Rollstuhlfahrer ins Gebäude kommt, für alle Gebäude, oder Treppe da lassen und einen Rollstuhl erfinden, der Treppen steigen kann. Was wäre cooler? Ich fände so einen Rollstuhl cool. Ja, mach mal sowas. Also das ist nur ein Gedankenexperiment. Der muss ja nur neben den Rädern nochmal in der Mitte 2 Räder haben, die quasi so viereckige... Also eine so, Julia-Räder so, meinst du? Genau. Ja. So deutsches Rotes Kreuz mäßig. Und dann so, weißt du, sich so hochheben. Das ist aber auch gefahrenanfällig, ne? So ein bisschen. Ja, ein bisschen Nervenkitzel brauchen die Kloppis. Aber das mal jetzt im Hintergrund gelassen und einfach mal der Fakt, dass halt wissen, dass sich die Welt gerade sehr schnell ändert, was Erfindungen betrifft. Wenn es in 20 Jahren darauf hinausläuft, dass halt Rollstühle komplett Treppensteigen irgendwie können. Also Feuerantrieb unten so. Fände ich geil. Angenommen, es ginge, ne? Wir haben uns vor 20 Jahren auch einige Sachen nicht gedacht, die es jetzt gibt. Angenommen, es ginge, dann fände ich es cooler, wenn man nicht alles barrierefrei macht, sondern dass Rollstühle... Barriere überwindend. So, das Rollstühle... Aber es gibt doch schon diese Erfindung, dass man Häuser barrierefrei baut. Warum ja, dann das finde ich lame. Nee, ich finde es lame. Ich finde, man sollte Barrierefreiheit vergessen und einfach die nicht laufen können Leute mit Tools ausstatten, sodass Barrierefreiheit gar nicht mehr nötig ist. Das so, dass ich, man quasi dann das, neidisch auf die wird, was das, die für geile Gadgets haben. Ja, das ist dann nämlich einfach cool. Nee, das ist einfach cooler. Aber nicht das alle ist haben wie, den gleichen Rollstuhl zum Beispiel. Und nicht jede Oma kann sich so ein Ding leisten. Na, aber in meiner Pseudo-Zukunft ist das kein Problem mehr. Jetpack. Das, ja, also ich finde es nicht gut, aber ich verstehe den Ansatz auf jeden Fall. Naja, der einzige Unterschied bei deinem Blindengleichnis ist, dass die Fetten auch einfach aufhören können, sich jeden Tag Schweinsohr reinzupfeifen. Und der Blinde kann das nicht. Naja, ja, ja, klar. Also das war jetzt gar nicht so drauf bezogen. Mach die Augen auf, Junge! Weil auf die...
Ihr seid eher auf die Frage, ist Fett gleich behindert, so bezogen. Gar nicht darauf, ob man sich blind aussuchen kann oder nicht. Es ist auf jeden Fall behindernd, würde ich sagen. So Fettleibigkeit. Und es gab ja auch mal die Idee, dass übergewichtige Menschen mehr für ein Flugticket zahlen sollen. Das wurde ja auch als Diskriminierung ausgelegt. Wenn sie zwei Stühle besetzen, müsste das schon. Also wenn sie wirklich so fett sind, fände ich das jetzt nicht... Nee, es geht um Gewicht, Gewicht. Dann ist eigentlich Quatsch. Aber dann fände ich es eher fair, wenn jeder je nach Gewicht zahlt. Aber mein kleiner Einwand mit dem, ey, stolz auf den Körper sein, hast du zumindest nachvollziehen können, so ein bisschen. Ja, doch. Stolz darauf sein, dass man halt einfach nur sehr viel gegessen hat, finde ich halt schwierig. Naja, nicht alle Übergewichtigen. Nicht alle, ist mir klar, aber man vermittelt ja allen das Gefühl, sie sollen stolz auf ihren Körper sein. Und Stolz ist vielleicht einfach nur, Akzeptanz ist das eine, aber Stolz, finde ich, ist einfach ein Schritt zu weit, wenn wir denn das jetzt schon so genau nehmen mit unseren Wörtern. Ich meine, man kann ja stolz sein, aber es sollte nicht unbedingt Ende der Reise sein. Wenn man jetzt sehr, sehr fett ist und sich selbst annimmt, heißt es ja nicht, dass man nicht eventuell doch sagen kann, boah, ey, wenn ich jetzt noch 20 Kilo weniger getroffen hätte, das wäre ja richtig cool. Und deshalb mache ich das jetzt. So, das schließt sich meiner Meinung nach auch nicht aus. Nur stolz auf den Körper zu sein, heißt ja nicht, dass man nicht den Antrieb hat, irgendwas nochmal zu verbessern, zu verändern. Na gut. Sag ich jetzt mal. Ich habe einfach noch keinen gesehen, der sehr übergewichtig ist und der sich so bewegt, als wäre er wirklich glücklich mit seinem Bewegungsapparat. Sag ich jetzt mal. Ganz vorsichtig. Ja, ich glaube auch, dass insgeheim sich viele doch wünschen, schlanker zu sein. Kann schon sein, aber ich finde es auch okay, dass Menschen damit, dass sie lernen, es zu akzeptieren, wenn es ihnen nicht so leicht fällt, abzunehmen. Weil die gibt es ja auch, dass Menschen, dass den Diäten schwerfallen und dass halt Sport und Ernährung nicht viel bringen. Manche brauchen wirklich irgendwie einen Magenband oder keine Ahnung. Oder sind einfach durch den Stoffwechsel so fixiert, dass sie nicht abnehmen können. Das gibt es ja auch. Ich kann ja auch nicht einfach zunehmen mit Essen. Also, ich finde es ja auch voll dumm, irgendwie die Leute zu mobben. Du bist ein fettes Schwein, haha, das ist total dumm. Aber, ich bin kein Rassist, aber. Naja, man sollte zumindest nicht außer Acht lassen, dass es halt ungesund ist. Oder zumindest, weißt du, wenn man sagt, ey, ich mache mir ein bisschen Sorgen, du bist stark übergewichtig, ist das halt kein Mobbing. Das können wir gerne umdrehen. Wie oft muss ich mir anhören, Tino ist was? Ja, dann sagst du, mach ich genug, lass mich in Ruhe, oder? Oder meine Klassenlehrerin, mein ehemaliger, da habe ich nach 5 Jahren wieder gesehen, meinte, oh, Tino, hast du Krebs. Das war echt ihr erster Satz. Tino, hast du Krebs? Nein, wünschen Sie sich das? Oder danke gleichfalls. Kann Wunschdenken gewesen sein, tatsächlich. Ja, so viel also an dieser Front. Aber apropos Tino-Diskriminierung, ich möchte noch ganz kurz anschließen an den letzten Podcast, den wir gemacht haben, wo ich groß rumtönte, ich bin im Tatort zu sehen. Leute, ich muss zurückrudern. Ach du Scheiße. Leider wurde meine Sequenz oder meinen Handlungsstrang rausgeschnitten tatsächlich. Das heißt, man sieht, wie ich aus dem Polizeiauto aussteige, in das Haus reinlaufe, meinen Koffer abstelle und Schnitt. Und keiner weiß, warum ich da rumstehe. Und ich saß vorm Fernseher und dachte, hä, was ist denn jetzt los? Da hat der Editor Scheiße gebaut, oder? Genau, und da war noch eine Szene, wo ich auch mitgespielt habe und auch die, Schnitt, war ich weg. Ich saß da am Rechner und Schnitt war weg. Ich dachte, was ist denn jetzt passiert? Und habe dann mit dem Drehbuchautoren geschrieben, den kenne ich über Facebook. Und er meinte halt, naja, es ist manchmal so, dass der Tatort zu lang ist und dass dann einfach Sachen weggeschnitten werden. Ich soll es positiv sehen, so kann ich wieder das eingesetzt werden. Das Geld hast du ja. Das Geld habe ich, genau. Deswegen, liebe Leute, mein Wohlfinden über die GEZ und öffentlich-rechtlicher Rundfunk hat ein bisschen Schaden genommen, hat ein bisschen gekratzt. Aha. Hat ein bisschen gekratzt, deswegen, aber liebe Tatort, Produktionsfirma, ich gebe euch noch eine Chance, mich zu engagieren und nicht rauszuschneiden. Danke, das wäre sehr nett. Ich habe ich im Brennpunkt gar nicht gesagt, dass ich auf der Herfahrt mit jemandem im Auto saß, hier mit Fahrzentrale, der unter anderem dafür verantwortlich war beim WDR, Tour in der Führung macht und unter anderem halt erklärt, warum der Rundfunkbeitrag sein muss. Und selbst der hat gesagt, dass der Verwaltungsapparat sinnlos überbezahlt ist und dass da massiv Gelder verschwinden. So, das war's. Nächstes Thema. Nee, das war nicht ganz so. Hast du auch gesagt, dass er auch gute Argumente hat? Gar keine Frage. Er hat natürlich auch gute Argumente, wo ich gesagt habe, okay, das sind Argumente. Ne? Die waren auch, weil es sein Job ist. Technisch gesehen Argumente. Weil es sein Job ist, hat er auch gut dargelegt und hat mich auch teilweise in Situationen gebracht, wo ich jetzt nicht ohne weiteres Nachdenken eine Antwort drauf gewusst hätte. Ne? Bei einigen Sachen habe ich auch gesagt, okay, krass, gut, dass du das so siehst, da muss ich drüber nachdenken. Und dann habe ich drüber nachgedacht und jetzt habe ich wieder gegen Argumente. Aber er konnte schon gut argumentieren, gar keine Frage, ne? Weil Dinge ja auch selten schwarz und weiß sind. Manchmal
gibt es ja auch immer Pro- und Gegenargumente. Man muss sie halt für sich abwägen, was man besser findet. Ja. Und ich verweise hier auf den Brennpunkt Hörerwunsch GEZ, den wir gemacht haben. Ja, aber da war ich noch nicht so schlau. Jetzt bin ich ja noch schlauer. Ach, kauft euch einen neuen Brennpunkt Hörerwunsch GEZ. Da sind erst nochmal zwei in der Pipeline, Leute. Die kommen noch. Und der eine ist ein ganz furchtbares Thema. Wir haben nur super Themen, Tino. Nee, das eine, sage ich ganz offen, finde ich scheiße. Okay. So. Aber ich sag nicht welches. Okay. Gut. Dann haben wir noch so ein It's Marvin, will ich zumindest kurz erwähnen. Wer ist das? Marvin. Marvin? Ach, ja. Der Marvin. Ja, der It's eine. Marvin. Aha. Ist das ein YouTuber? Nee, das war irgendwie so eine Story, die ein bisschen untergegangen ist, weil die Woche schon wieder so wild war. Ja. Der hat von seinen Fans Nachrichten bekommen, ey, in der Stadt, in der du, oder daneben wohnt er irgendwie, da ist so ein altes Krankenhaus, was seit 10 Jahren irgendwie frei ist und keiner, also jeder kann da rein, es ist offen, steht leer, aber da sind noch Akten und er ist dann dahin und hat das halt gefilmt, hat die Akten gefilmt, alles zensiert in seinem Video und hat es hochgeladen, hat gesagt, hier ist ein Missstand, ich weise darauf hin, dass da ganz viele Patientenakten. Aber er ist ja eingebrochen. Nee, eben nicht. Technisch also, gesehen. Soweit ich weiß, ist das, muss das der Besitzer muss das selber anzeigen, wenn du irgendwo einbrichst. Ja, kann sein. Ein Anzeigedelikt. Und von daher ist es erstmal egal. Aber der Punkt ist, dass er das halt veröffentlicht hat, ohne es wirklich zu veröffentlichen, weil er hat das alles zensiert. Aber die Presse, ja, da haben wir es wieder, der Bundesnachrichtendienst hat die ursprüngliche Meldung rausgegeben, It's Marvin veröffentlicht Patientenakten, so in die Richtung. Ja. Und ist das ja jetzt dann, nur halb gelogen. Ne? Naja, er hat halt nichts veröffentlicht, wenn alles zensiert ist. Die Akten schon, aber halt nichts. Er hat an sich darauf hingewiesen, dass die da sind, aber er hat sie nicht in seinem Video veröffentlicht. Aber jeder kann da jetzt hingehen und die lesen. Ist richtig, aber... Ach so, ja, das auch, ja, stimmt. Ja, aber das ist ja auch nicht seine Schuld im Prinzip, das war ja auch vorher schon so. Er hat ja nur gesagt, hier, das ist hier so, vielleicht hätte er lieber zur Polizei gehen sollen, egal. Sie vernichten sollen vielleicht auch die Akten. Einfach das Haus anzünden. Alles falsch gemacht. Ja, aus dem amerikanischen Playbook direkt rauskopiert. Der Punkt ist, das haben alle übernommen, wie das halt ist, DPD, ne, das wird dann sagen immer alle, oh, die sind ja vertrauenswürdig, das wird... einfach übernommen in unsere Zeitung und dann stand halt überall It's Marvin veröffentlicht Akten und dadurch hat er jetzt noch übelst viele Anzeigen bekommen, obwohl er das so eigentlich gar nicht getan hat. Dann wird er hoffentlich freigesprochen werden. Ich vertraue dem Justizsystem. Gut. Allgemein. Ist das jetzt ein Deutscher oder ein Ami? Das ist ein Deutscher. Oder, ach so, sag das doch. Ist in Deutschland. Wo war das denn? In Deutschland. Dann ist es relevant, wenn es ein Deutscher war. Naja, wie gesagt, wo war das denn? In Deutschland. In welcher Stadt? Ach, was weiß ich, irgend so eine kleine Hintertupfinger. Cuxhaven. Wollte gerade sagen. Übrigens, Cuxhaven liegt nördlich von Bremen, wo die Elbe in die Nordsee mündet. Ah, okay. Wieder was gelernt. Ja, das auf jeden Fall. Du warst nicht im Fernsehen, Tino. Nee, ich war nicht im Fernsehen. Jemand anderes schon. Haben wir nicht sogar mal einen Hörerwunsch auch über Dion gemacht? Ja, ja, ne? Stimmt. Unter anderem. Also kennt ihr ja Dion bereits. Dion kennt ihr aus einem, ich glaube, der erste oder zweite, dritte so in dem Zeitraum. Dürfen wir eigentlich seinen echten Namen sagen? Roland. Dion. Roland. Ja. Dürfen wir sagen. Okay. Dürfen wir sagen, ja. Der war bei Beauty and the Nerd. Weil der dachte sich, hey, wenn der Tino diese Woche nicht im Fernsehen zu sehen ist, dann muss ich wenigstens im Fernsehen zu sehen sein. Veteranen, Brennpunkthörer wissen natürlich, wer Dion ist. Ja, das ist, wir haben den damals getroffen, da haben wir ein Fantreffen in Berlin gemacht. Und da kamen 3 Leute. Naja, das Fantreffen war vor allem kurz vorher auf der Facebook-Seite nur angekündigt. Aber es kamen 3 Leute. Und 2 davon war Dion. Und zwei davon hießen Björn. Ja. Ach so. Das ist halt wirklich so. Ja, und der war jetzt bei Beauty and the Nerd. Wir haben das zusammen geschaut, da warst du, glaube ich, auch dabei. Ja, ich habe es mir auch angeschaut, leider. David Hein hat auch mit zugeguckt und hat gesagt, die größte Scheiße, die er je gesehen hat. Ich fand es eigentlich ganz unterhaltsam, auch ohne Dion. Muss ich auch sagen. Ich hätte es nicht geguckt ohne Dion, aber es hat mich unterhalten. Ja, tatsächlich. Doch. Wir sind ja auch irgendwo alle selbst Nerds und finden uns da auch ein bisschen drin wieder. Ich bin ein Beauty. Ich habe mich mehr den Beauties. Ja, aber dann bist du halt dumm, weil man sieht, also alle Zuschauer sind einheitlich der Meinung, dass die Nerds eigentlich die Kompetenten sind. Ich glaube, das soll auch vermittelt werden, so irgendwie. Also, keine Ahnung. Das ist ja auch ein Klischee, die Blondies, die eigentlich total dumm sind und halt nur gut aussehen, was die halt nicht mal tun, meiner Meinung nach. Aber egal, bis auf vielleicht ich eins, fand zwei. So 2 ganz hübsch. So, ja. Aber sonst waren die alle auch nicht so mein Fall, tatsächlich. Ja. Welche fandest du hübsch? Ich habe den Namen vergessen. Ja, hier, Tino, ne? Immer nur hier Sex, Sex, Sex. Aber dann der Name merken. Dion war heiß. Ja. Dion war auch auf jeden Fall einer der
die Herzen der Zuschauer erobert hat. Der hat aber auch Entertainment. Jeder Satz war da on point. Der war ja auch der Star, oder? Der Ausgabe. So ein bisschen. Das ist so spannend am Ende, weil das, dass man echt dachte, er fliegt vielleicht raus. Und war deswegen so viel zu sehen am Anfang. Ja. Damit dann alle so Drama machen können. Oh nein, toll, Dion ist raus und so. Aber es war nicht so. Dürfen wir spoilern? Ja, es war ja im Fernsehen. Es lief ja bereits, ja. Und es wird auch noch 5 Wochen weiterlaufen. Ob Dion so lange dabei ist, weiß man nicht. Weiß man halt wirklich nicht. Oder hat er dir irgendwas erzählt? Ich weiß von nichts. Ich weiß auch von nichts. Ich weiß wirklich nicht. Und ich glaube, er gewinnt. Das ist mein Tipp. Gewinnt, glaube ich, auch nicht. Doch, glaube ich. Aber ich denke, ich hoffe, wir werden ihn noch ein bisschen haben. Ich glaube, wenn Dion gewonnen hätte, da würde der jetzt ja bestimmt schon mit Goldplaketten um sich werfen, weißt du? Wir werden so sehen. So ist der doch. Jetzt können wir mal kurz über Roland lästern. Ich dachte erst, dass diese Nerds dann die Frau behalten dürfen, wenn die gewinnen, aber da geht es ja nur um Geld. Ich glaube, es geht um Geld, ja. Genau. Die können die Frau dann noch heiraten, da hält die keiner von ab. Cool. Also. Das steht im Vertrag drin, das dürft ihr jetzt nicht. Ja, war auf jeden Fall ganz witzig, geht noch die nächsten 5 Wochen weiter. Ihr könnt gerne bei twitch.tv/dummerdion live sehen, wie er auf die Folgen reagiert. Das kann man praktischerweise tun. Aber war das denn so rechtlich so okay, dass Dion das livestreamt? Ja, klar. Ja, okay. Auf jeden Fall. Ich denke auch, hat er gefragt bestimmt. Ja. Es ist ja auch seine Sendung. Ja, quasi. So. Wie hat die Produktionsfirma, die hat sich von den 50.000 Gewinngeld gekauft. Und ich bin sehr enttäuscht, dass Dion viel mehr Sendezeit hat wie ich. Ja. Als ich. Das stimmt. Und auch in der hochwertigeren Sendung. Muss man so sagen. Und nicht gebührenfinanziert. Also, nee. Er ist in jedem Belang besser als du, muss man sagen. Nächste Staffel mache ich es. Er hat es auch geschafft, einen Bauch zu kriegen, während du hier seit Jahren versuchst. Dion ist mein Update. Er ist ein besserer Mensch als ich, muss man sagen. In allen Belangen. Ja, und deshalb haben wir uns dafür entschieden, Tino, dass du jetzt bitte gehst. Und jetzt Dion. Kommt Dion! Ich würde es akzeptieren. Besserer Mensch ist ein richtig gutes Stichwort. Attila Hildmann. Hat er wieder was gerissen, oder was? Ich habe so ein kleines Best-of seiner schönen Telegrams, die er geschrieben hat. Und ich muss mich beschweren. Okay. Ich bin ja ein unangenehm linker Mensch, wie ja alle wissen. Und Hildmann hat jetzt rausgespreadet, dass die Antifa keine politische Gruppe ist. Nein, sie sind eine bezahlte Söldnergruppe und verdienen 45 Euro die Stunde. Ich möchte da bitte sofort einsteigen. Jeder, der sich auskennt, weiß das. Und ich bin seit 10 Jahren oder so Antifa-Typ. So, mal mehr, mal weniger. Alter, klagt das Geld aus dem raus. Und ich habe noch keinen Cent bekommen. Wo ist mein Geld? Ey, ohne Scheiß, bei dieser Artikel 13-Geschichte habe ich mein Geld auch nie gesehen, meine 54 Euro Demonstrationsgeld. Ich finde das frech. Das kam nie an. Muss man dann in irgendeine Gewerkschaft eintreten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, man muss in Nazi-Gesichter eintreten. Und dann kriegst du das. Das mache ich nicht, weil ich so klein bin. Ich muss erst wachsen. Das nächste war, 5G-Masten verursachen Corona-Symptome. Mhm. Aber nur Symptome. Genau. Nicht Corona. Naja, indirekt, weil der Körper wird erhitzt. Was, vor allem 5G-Masken? Nee, oder Masten? Masten, so, okay. Das ist meine Schrift. Ich dachte, das ist jetzt so eine Kombination ist das, schon. Ist das nicht so, weil der auf 60 Hertz sendet und dadurch sich der Sauerstoff schneller dreht? Genau, das Blut zirkuliert irgendwie und dann... Der Sauerstoff dreht sich. Stell dir das doch mal vor, die Verschwörungstheorien, die paaren sich jetzt quasi, die evolutionieren und alles jetzt sind es schon 5G-Masken. Das ist Symbiose. Ja. Hammer. Alles kommt zusammen und die Atemschutzmasken sind nur ein Symbol für Maulsperren, dass man halt Maulkörbe, dass sie nichts mehr sagen genau können. Genau das hat übrigens ein dir sehr vertrauter Arzt auch gesagt, dass das einen psychologischen Effekt hat, wenn du diese Masken aufsetzt, dass dann der Staat über dich gewinnt. Es ist einer von vielen Weimarer homöopathischen Ärzten, der das gesagt haben könnte. Ich nenne jetzt keinen Namen. Homöopath? Man kann gar keinem mehr vertrauen. Das nächste war, wir befinden uns im dritten Weltkrieg. Jetzt gerade. Und ich muss sagen, wenn das Weltkrieg ist, was jammern alle über den zweiten, weißt du? Hey, das ist doch genauso wie diese Bilder, diese Landkarten, die man kennt. Aliens greifen die Welt an und dann immer nur so Amerika. Und so ist es jetzt auch mit dem aktuellen Weltkrieg. Mit Recht, also klar, wen sonst? Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß, MCM hat es vorhergesagt. Das ist halt wirklich so. Er hat wirklich vor einigen Monaten, 2 ungefähr, ne, Anfang Corona, hat er gesagt, es gibt Bürgerkrieg. Er hat sich nur im Land getäuscht. Und in der Zeit. MCM muss, und in der Ursache. MCM muss gegen Trump antreten. Ich glaube nur, dass MCM eine Chance hat gegen Donald Trump. Ja. Ich hab noch die Leute haben genug von Rhetorik. Sie formen beide ähnlich kohärente Sätze auf jeden Fall. Ich habe noch 2 Sachen und zwar, Deutschland ist eine Diktatur und das finde ich auch interessant. Wenn wir echt eine Diktatur haben, was jammern denn alle? Ich glaube, die Nachricht wurde über einen Internet Explorer gesendet.
die ist so ein bisschen... Nee, sagt er jede Woche auf seinen angemeldeten Demos, die auch genehmigt sind, sagt er, dass wir in einer Diktatur leben. Und was ist das für eine scheiß Diktatur, die solche Anti-Reden erlaubt? Das war das eine. Und das letzte ist, er hat auf Rezos Video geantwortet. Oh shit. Wenn der fies zu Rezo war, gehe ich zu dem hin und hau ihn in die Schnauze rein. Hat fertig gemacht. Hat nämlich gesagt, und zwar das große, große Gegenargument, was alles entkräftet, Rezo sieht aus wie ein Mädchen. Oh Gott, Alter. Was? Hitman 1, Rezo 0. Nicht mal eine Quelle hinzugefügt, ey. Um das zu überprüfen. Schlecht. Jetzt geht dieses Geleier wieder los. Ich habe Rezos Penis noch nicht gesehen. Das stimmt. Und wenn Rezo eine Frau ist, dann zerfällt seine Argumentation. Schrödingers Rezo-Penis. Ist so. So abgehakt, Attila Hitman. Wir können es nicht sagen. Das kann doch nicht echt passiert sein, ey. Jedes Mal, wenn irgendwas mit dem Typsten hier ist, mit dem Ken oder dem Attila, denke ich mir nur... Das kann doch nicht schon wieder passiert sein. Das ist doch schon wieder ein neues Tief. Man hofft, ähnlich wie bei Dions Sendung, dass da so ein Böhmermann, ein Mensch, eingeschleust wurde, weißt du? Dass der Attila eigentlich mit dem unter einer Decke steckt. Aber das wird wohl nicht... Das ist genauso wie meine Hoffnung, dass Drachenlord eigentlich hyperintelligent ist und uns alle verarscht. Aber das ist eigentlich akuter. Ja. Also das hier. Naja, kommen wir mal zum wirklich Akuten. Amerika brennt halt echt hart. Das kann nicht unter den Teppich gekehrt werden. Wir haben in der Zukunft so viel über Amerika berichtet. In der Zukunft? Wir haben in der Zukunft viel geredet über Amerika. Werden wir auf jeden Fall tun. Ich halte es gerade für echt nicht unwahrscheinlich. Ich sag's jetzt einfach mal voraus, dass Trump die Wahl nicht anerkennen wird. Sie wird gegen ihn ausfallen. Hat er auch gesagt, ne? Er wird das Ergebnis der Wahl akzeptieren, wenn ich gewinne. Ja, ich glaube, das war noch eine Aussage von 2016. Da ging es noch um Hillary. Aber ich glaube, ich sag jetzt einfach mal, wenn ich falsch liege, freue ich mich ja nur. Ich sag jetzt... Joe Biden wird definitiv mehr Stimmen bekommen. Trump wird sagen, hier, das kann nicht sein, bla bla. Und da der Supreme Court und der Senat beides republikanisch sind, es gibt quasi vier Instanzen, obwohl Senat und Kongress zusammen eine Instanz sind, nämlich das Repräsentantenhaus. Andersrum. Kongress ist beides zusammen, Repräsentantenhaus und Senat. Aber im Grunde sind es vier Instanzen und drei davon sind republikanisch. Und ich glaube, dass wenn die das nicht... jetzt langsam mal ja, den Hebel ziehen und diese Scheiße aufhalten, dann wird es wirklich so auf das Szenario hinauslaufen. Das heißt, die Wahl, das geht nicht mit rechten Dingen zu, die Demokraten, die bescheißen nur, bla bla bla. Dann machen sie noch eine Wahl vielleicht. Nee, weiß ich nicht. Wenn dann der Supreme Court, der ja auch überwiegend republikanisch ist, sagt, okay, ja, da hat er recht, dann weiß ich nicht, ob die noch so viel machen können, außer halt wirklich mit Waffen in die Schlacht zu ziehen, Bürgerkrieg. Ich habe so ein bisschen Vertrauen in die Sache, weil... Als es um die Ehe für alle ging in den USA, waren ja auch die Republikaner in der Überzahl, aber der Kopf dieses Gremiums war zwar Homo-Ehen-Gegner, aber sagte, dass es nicht um seine persönliche Meinung ging, sondern um das Grundgesetz der USA. Und da ist es wohl möglich, eine Ehe für alle einzuführen. Mhm. Das heißt, er hat differenziert und hat seinen Job gemacht. Und es kann passieren, dass es die Mehrzahl auch tut. Also... So wie ich das mitgekriegt habe, ist genau da eins der vielen Events gewesen, wo es quasi ist, ich bin so lange dagegen, bis es mich selber betrifft. Hm. Und wenn dann so ein urkonservativer Mensch auf einmal in seiner Familie, seinen Sohn oder so, einen Homosexuellen hat, dann ist das auf jeden Fall plötzlich was anderes. Weißt du? Aber solange es dich selbst nicht betrifft, als Konservativer, denkst du halt, nee, wir lassen das mal alles so, wie es ist. Das gab es schon ganz oft, dass Trump-Fans... Ja. Dann durften irgendwie da war so eine Frau, deren Mann durfte nicht mehr einreisen, wegen dieses Einreisestopps, den es damals gab, vor Corona. Da ging es ja um die Ausländer, die nicht rein durften, um Moslems und so. Da durfte er nicht einfliegen. Und dann fingen sie an, das zu hinterfragen. Das heißt, jetzt müssen erstmal die Republikaner ordentlich von der Polizei angeschossen werden, mit Gummigeschossen, bevor da ein Umdenken passiert. Die Spitze diese Woche, die halt wirklich richtig hart ist, die auch am meisten diskutiert wurde, war das Kirchenfoto. Habt ihr das mitbekommen? Ja, wo er die Bibel so ganz toll verkehrt rum hochgehalten hat. Und das hat er kurz nach einer Rede gemacht, wo er dann auch angekündigt hat, dass er jetzt die Nationalgarde in den Städten einsetzen wird und auch in jedem Staat, was eigentlich gar nicht in seiner Macht steht, sondern jeder Bundesstaat muss das für sich regeln. Und er meinte aber, wenn die sich weigern, dann kommt er vorbei, so, dann macht er das für die. Und kurz darauf wurden über 1000 friedliche Protestierende mit Tränengas von diesem Platz weggescheucht und auch unter anderem zusammengeschlagen, auch Reporter wieder.
Also die stehen quasi ruhig gegenüber, dann fängt es an und das Erste, was passiert auf diesem Video ist, wie du siehst, dass einer mit so einem Polizist mit einem Schild einen Mann so ins Gesicht haut und man sieht so richtige Blutspritzer da, ja. Geil. Also wirklich, wirklich friedlich. Und das alles nur, damit er vor einer Kirche posieren kann, von der kurz vorher auch die Priesterin gewaltsam entfernt wurde und die dann im Fernsehen auch gesagt hat, dass sie das alles andere als gut heißen kann, was da passiert ist, dass es gegen ihren Willen passiert. Gibt es nur die eine Kirche dort? Das ist wohl irgendwie eine traditionell sehr wichtige Kirche, ich weiß es nicht genau. Da ist ja auch dieses komische, diese Tafel davor. Ja, das also ganz, ganz groß. Es gab noch ein Interview, glaube ich, zu diesem Thema, zu Trump, wo er von Kirchenvertretern gefragt worden ist, ob er einen Lieblingsbibelvers hat. Ja, weil das Trump, ist, Trump vorher meint, ja, ich liebe die Bibel und das so. Das ist was ganz Privates für ihn, da will er nicht drüber reden. Genau, einen Vers, den sie gut finden, nee, will ich, ja. will ich nicht sagen. Ja. Was ist besser? Und welches besser? Als Neues Testament? Ja. 50-50. Beide. Ja. Er hat, glaube ich, noch nicht ein Wort gelesen von der Bibel. Meine Meinung. Ja, also meine Nachricht der Woche war dann ein gewisser Rahul Dubey, ein Indischer. Wenn ich das mache, ist rassistisch, habe ich erfahren. Ich hatte technisch gesehen schon, aber nicht böse gemacht. Ja, es ist Quatsch. Du magst das noch falsch. Ich mach das gerne bei Franzosen, da ist es nicht rassistisch, weil wir die gleiche Hautfarbe haben und plötzlich haben wir... Das ist rassistisch. Wenn ich den Akzent von jemandem mache, der irgendwie aus einer anderen Hautfarbe kommt, ist es dann auf einmal rassistisch. Es ist auch als Franzose, also mit dem französischen Akzent. Nee. Rassistisch. Aber nur technisch gesehen, also es ist ja nichts Schlimmes, das ist aber technisch gesehen... Imitierst du ja etwas, was für eine andere Bevölkerungsgruppe da ist. Langweilig, was mit dem passiert? Mit dem ist gar nichts passiert. Der hat 70 Leute zu sich ins Haus geholt, weil es gab dieses Curfew, also Ausgangsverbot ab 7, wo dann auch wieder die Polizisten... 77. Es gibt überhaupt, es gibt auch also wirklich so viele Videos von Polizeigewalt. Kann man sich mal Compilations angucken, ist richtig krass. Aber egal, der hat die so zu sich ins Haus geholt und hat quasi eine spontane Feier draus gemacht, mehr oder weniger. Und dann haben die Pizza bestellt, weil halt 70 Leute alle hatten Hunger. Und die Polizei hat auch den Pizzalieferanten nicht ans Haus gelassen, sodass der dann hinten an so ein kleines Fenster hinten im Hinterhof rangehen musste und diese riesen Pizzaschachtel da hingeliefert hat. Und ist halt geil. Aber sie haben sie bekommen, die Pizzen. Ja, ja. Das war die Hauptsache. Ja, aber davor stand, das Haus war halt besetzt, rundrum alles voller Polizei, musst du dir vorstellen. Drin halt 70 Leute, die halt nicht rausgehen, weil es ja Ausgangssperre, bla. Und mittendrin der gute Raoul, der einfach sagt, jo, kommt alle rein, finde ich nice. Ist doch nett von dem. Liebe Grüße gehen raus, ich bin sicher, er hört zu. Liebe Grüße gehen Raouls. Ja, Black Lives Matter, Tino. Wichtig. Durchaus, haben wir nämlich jetzt gar nicht drauf nochmal. Also wir sind ja letzte Woche drauf eingegangen, wie das alles passiert ist. Diese Woche gab es halt, wie gesagt, hunderttausende neue Videos. Eins will ich hervorheben, das hat der Rodes vorhin sich auch ganz toll angeguckt. Hat dir das gefallen? Was jetzt genau? Das Video von, wo die auf ihrer Porch stehen, wie sagt man? Auf ihrer Veranda und die Polizei draußen marschiert. Ich finde also, die Polizei performt ziemlich schwach, wenn man die Angriffe... ihr übt sinnlose Gewalt aus, verteidigen will, dann sollte man das nicht mit sinnloser Gewalt tun, weil das gibt irgendwie den Auge um Kritikern Auge, Zahn um Zahn. Argumente. Ich finde, sie sind sehr, sehr dumm und sehr, sehr schwach. Das Video, oder stärker, je nachdem, wenn sie gewinnen, die Schlacht. Sie sind halt krass in der Unterzahl. Sie lediglich bessere Waffen. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum es bis jetzt noch nicht so gekommen ist. Die haben doch extra dafür ihr Second Amendment in Amerika, warum die nicht jetzt schon zu Waffen gegriffen haben. Weil es offensichtlich ist, dass sie... Ich habe Bilder gesehen von irgendwelchen Obdachlosen in Rollstühlen, die Gummigeschosse an den Schädel geschossen bekommen. Und Gummigeschosse sind genauso in... Ich glaube, 3-5% sind die tödlich. Ja. Erst recht, wenn du halt auf den Kopf ziehst. Und es ist ein Obdachloser in einem Rollstuhl. Das ist halt keine Gefahr. Das weißt du aber nicht, wenn der auch bewaffnet ist. Ich will ihn nicht diskriminieren. Ich möchte gefährlich sein. Ich möchte dennoch nochmal hervorheben, dass ich ACAB nach wie vor nicht so geil finde, weil das auch, wenn jetzt die ganzen Gegendemonstranten das rufen, das sorgt doch nur für noch mehr Lagerbildung. Wenn die, weißt du, dieses, oh was, wir sind die Assis, na dann halten wir halt noch mehr zusammen, statt aufeinander zuzugehen. Ich finde es nicht so geil. Geht so. Du hast immer nur verschwitztes Grinsen als Antwort, weißt du? Ich sag Many Cops are Bastards. Okay. Viele. Aber das ist ja kein A mehr. Auf jeden Fall. Man könnte einfach das A nicht for all, sondern American oder so nehmen.
Ja, aber auch alle Amerikaner. Ja, ich weiß, was du meinst. American Cops are Bastards, meinst du? Nee, stimmt ja bestimmt auch nicht. Also keine Ahnung. Auch Deutsche können Bastards sein. Na, nur die auch Horror. Im Sinn. Ich habe schon Erfahrungen gemacht mit Bullen. Auch gute. Aber die ostdeutschen Polizisten sind manchmal einfach nicht so schlau. Ja, kommt drauf an. Ich finde, es ich gibt bezweifle einfach, dass die mich beschützen können. Es gibt klare Maßnahmen, die das alles einfach super krass eindämmen können. Einfach jeder Polizist muss zu jeder Zeit immer eine Kamera haben, die an ist. Und es gibt dann hinterher auch keine... Wie bei Beauty and the Nerd, immer so eine Kamera. Ja, genau so. Und das ist, ich finde es vor allem auch wichtig, dass Polizisten in ihrer eigenen Nachbarschaft hauptsächlich interagieren. Deswegen zum Beispiel Sheriffs und Deputies in Amerika sind viel höher angesehen, weil die ja ihre eigene Neighborhood, jetzt mache ich richtig hart den Rezo, ihre eigene Nachbarschaft halt patrouillieren. Das kann aber auch sich schlecht auswirken, dass du dann dass du wegguckst bei deinen Freunden und so. Also ich kenne Polizisten auch im Freundeskreis oder Bekanntenkreis, eher Freunde habe ich nicht, die Polizisten sind. Ja, aber Bekannte, die sagen, sie wollen bewusst nicht in ihrem eigenen Viertel und so patrouillieren gehen. Ja, okay, sehe ich. Ich weiß nicht, ob man wegen einem Freund, also wenn ein Freund jemanden umbringt, also weißt du, normale Polizisten gucken auch gerne mal weg irgendwie. Ja, okay, du bist jetzt hier irgendwie in der Fußgängerzone Fahrrad gefahren, Verwarnung so, weißt du. Das finde ich nicht schlimm. Wenn man bei einem Freund wegen einem Mord wegguckt, fände ich es schon sehr hart. Aber gut, dann vielleicht nicht unbedingt, aber weißt du, was ich meine? So ein bisschen. Wenn jetzt zum Beispiel in Amerika eine sehr schwarze Neighborhood, ja, so eine Hood. Nachbarschaft. Ja, eine Nachbarschaft ist. Und dann aber fast nur weiße Leute da patrouillieren, ist vielleicht auch nicht der beste Ansatz. Das stimmt tatsächlich. So. Und dann gibt es wohl in Amerika noch diese Police Unities, die irgendwie so, also so Gewerkschaften, die irgendwie dieses ganze Konstrukt so ein bisschen schützen, dass die auch keine Namen rausgeben und so. Egal, bin ich nicht hundertprozentig drin, aber es gibt halt so ein, zwei Maßnahmen, die irgendwie selbstverständlich für mich sind, wie du halt so eine Scheiße vorbeugen kannst. Also zumindest krass mindern kannst. Weil wenn wirklich die ganze Zeit eine Kamera mitläuft, denkst du vielleicht auch eher, okay, jetzt mache ich vielleicht mal nicht. Das merkst du auch Scheiße. Bei solchen Szenen, die mitgefilmt worden sind von Augenzeugen, dass dann die Cops sofort anders agieren und kurz zusammenzucken, wenn sie eine Kamera sehen. Man hat ja auch jetzt die Woche übelst viele Videos gesehen, wo Leute von der Polizei ausrasten, weil sie gefilmt werden oder dann halt die attackieren, die einfach nur filmen, obwohl du das halt darfst. Und George Floyd ist ja auch nur so entbrannt, weil es halt gefilmt worden ist. Ja. Und das war nur ein Fall von sehr, sehr vielen, die nicht gefilmt worden sind, aber auch Schwarze garantiert zu Unrecht gestorben sind. Jetzt habe ich immer noch gar nicht das Video erklärt, weil du es ja noch gar nicht gesehen hast und unsere geneigten Zuhörer auch nicht. Ein Video, in dem ein großer, großer Mob durch so eine, die Suburbs, oder man sagen. So ein riesen Wischmob geht durch die, was heißt Suburbs, Vorstadt. Ja. Und also wirklich super friedlich. Die marschieren da so auf und zwei, drei Jugendliche stehen auf ihrer Veranda draußen vorm Haus. Also wirklich direkt vor der Haustür und filmen das Ganze. Was an sich nichts Schlimmes ist. So. Und dann schreien die halt, geh rein, geh rein. Also die Polizisten schreien das und die reagieren nicht, die filmen halt einfach, weil die stehen auf ihrem Grundstück. Ja. So. Und dann geht's halt so, light them up. Also so, nicht zünd sie anmäßig, sondern eher so, ja, Feuer eröffnen mäßig. Und dann werden die halt mit so Pfefferkugelgeschossen befeuert, die halt auch harten Schaden anrichten können. Und es sind halt alles irgendwelche Teenager bis vielleicht 20-Jährige oder so und werden da von drei, vier Polizisten komplett zugeraucht auf ihrem eigenen Grundstück. Das ist halt, also das ist das Video, was glaube ich am viralsten gegangen ist diese Woche. Aber es gibt wirklich tausende Videos. Aber gerade gingen viele Videos rum, gerade nach der George Floyd-Geschichte auch ältere Videos, die halt so belegen, wie oft es solche Fälle halt gibt. Ja. Und man findet halt auch, aber weniger Videos, wo halt Weiße so unter Beschuss stehen von Cops. Nicht nur, aber... Und das ist für mich dann ein schönes Bild, wie für mich diese Woche auch ausgeht oder hoffentlich auch Trumps Amtszeit. Er wollte ja eine Mauer bauen, um die Amerikaner vor den bösen Mexikanern zu schützen. Ist nie passiert. Aber nein, was ist jetzt passiert? Es wurde um das Weiße Haus nochmal ein Extrazaun errichtet, sodass Trump sich jetzt quasi vor dem amerikanischen Volk schützt. Er wurde das auch ist eine schöne Metapher. Geholt, ne? Genau, ja. Bunkerboy war auch ein gutes Hashtag diese Woche. Der gute kleine Bunkerboy, der sich versteckt, weil er Angst hat, weil draußen die Leute rumziehen. Das gab es auch noch nie vorher, ne? Ja. Ach, gar nicht? Mhm. Krass. Also, bewegte Woche, Tino.
Hast du noch was du unbedingt loswerden willst? Ansonsten bin ich, glaube ich, mit den größten Sachen durch. Es ist natürlich, dieses Amerika-Ding ist riesig groß. Ich habe nur notiert, dass Twitter wohl nicht ausschließt, eines Tages Trump zu sperren, wenn er weiterhin Fake News verbreitet. Das machen die auch mit normalen Profilen. Und alle Profile wären gleich, ob Präsident oder irgendein Teenager. Aber Twitter hatten wir, glaube ich, auch letzte Woche schon drin, oder? Genau, weil das ist ja auch ein Riesending. Weil er öfter Fake News verbreitet und sie jetzt zum ersten Mal Twitter reagiert hat und halt geschrieben hat, hier sind echte Informationen zu dem Thema. Da ging es ja um Briefwahlen, dass die Briefwahlen wohl unsicher wären, hat Trump behauptet, was aber nicht stimmt. Ja, was geht man der Woche? Also ich habe jetzt überlegt, wenn wir eine 12 geben, ist ein bisschen zu viel. Also bin ich auf eine 11 runtergegangen. Ich meine, wir haben Rezo, wir haben Dion, all solche Sachen. Ich würde tatsächlich, glaube ich, eine 9,5 geben. Na gut. Und auch noch genau, habe ich vergessen, Maddie, das Mädchen, da gibt es wohl auch jetzt einen Verdächtigen, endlich mal. Dieses verschwundene Mädchen. Ja, habe ich am Rand mitbekommen. Großes, die haben irgendwelche Autos konfisziert oder so. Genau, der war schon mal verdächtigt worden. Ist das aber nicht genau das, was Rezo in seinem Video auch anprangert, dass man irgendwie jetzt irgendwelche, also die Eltern von Maddie, wenn die jetzt sehen, oh, da gibt's. Okay, es ist wahrscheinlich was Konkreteres jetzt als das Rezo-Beispiel, was irgendwie eine Kartenleserin oder irgendein Orakel hat irgendwas zu einem kleinen Kind gesagt. Das war doch in dem Video drin, oder? Hier liegt die Leiche. Ja, hat irgend so eine Orakelfrau oder irgend sowas, ne? Ja, das sind ja echte Tatsachen, dass die Polizisten jetzt einen Verdächtigen haben, der schon mal verdächtigt war, aber jetzt wird es wohl bestätigt, dass auch DNA wohl gefunden worden sind und er war auch zu dem Zeitpunkt wohl vor Ort. Und jetzt kommen neue Tatsachen in das Ganze rein. Das fand ich nochmal ganz spannend, weil der Fall mich auch beschäftigt hat, als ich klein war. Ich sag auch 9,5 tatsächlich. Hoffen wir, dass der Wichser gefunden wird. Der Wichser in, wer weiß. Der Verdächtige ist ein Mann. Ach so, und diesen Artikel, hast du den Artikel über die Korruption in Weimar gelesen, von der Weimarer Polizei? Ja. Ich nehme mich noch nicht komplett. Wurde mir von vielen Seiten zugeschickt. Dann lese ich mir den vielleicht jetzt einfach nochmal die Tage ausführlich durch. Ich war halt unterwegs gerade und war ein bisschen viel. Das beschreibt halt so einen Fall, wo ein Mädchen... Den Anfang habe ich noch gelesen. Genau, wo Cops, also Weimarer Cops in eine Wohnung kommen von dem Mädchen und ihrer Mutter und die Cops haben sich halt respektlos verhalten und es soll wohl auch Beweise geben, dass die Cops das Mädchen gezwungen haben, sich auszuziehen und so und sie haben sich sehr respektlos verhalten und sie beschimpft und so weiter, was halt kein gutes Verhalten ist. Und weißt du, wie ich drauf gekommen bin? Weil nämlich in dem Text auch BeamtInnen stand. Da hat sich Herr Hodes sehr gefreut. Ja. Weil... Antidiskriminierende Sprache. Nee, falsche Sprache. Die Mehrzahl von einer Gruppe von Beamten, Frauen ist auch Beamte. Das war bisher so, das stimmt. Aber Sprache verändert sich. Ich kann nicht einfach Sachen falsch sagen mit dem Argument, Sprache verändert sich. Wir sagen auch nicht mehr Dürrenspross, wir sagen Hurensohn. Hat sich alles geändert. Ja, aber das war von vornherein beides nicht falsch. Ja, Dürrenspross versteht man auch heute noch als richtig. Der Punkt ist, scheinbar waren dann wahrscheinlich nicht nur Männer dabei. Wenn man sich schon die Frau dabei, eine weibliche Kommissarin. Also, die wollte auch Mummis gucken. Ja. Wahrscheinlich, kann ja sein. Also eine war mindestens dabei, habe ich gelesen in dem Artikel. Ach so, und dann noch gab es den Antifa-Twitter-Account, der aber dann von Rechten geleitet wurde, wie sich herausgestellt hat Twitter aufgedeckt. Das gibt's Antifa-US. Die Antifa, ne, ist ja auch so ein großes Streitthema diese und auch letzte Woche schon gewesen, die ja jetzt augenscheinlich von Trump als terroristische Organisation eingestuft werden soll, was meiner Meinung nach, so wie ich es gelesen habe, gar nicht geht, weil es quasi unmöglich ist, eine landesinterne Organisation, was es ja nicht ist, als terroristisch einzustufen, sondern nur landexterne. So wie ich das mitgekriegt habe. Aber es egal. Es ist halt keine Organisation. Es ist halt einfach nur eine Idee und ein Lebensgefühl, ein Statement und keine Organisation. Also es gibt halt dieses Symbol und so und es gibt auch Antifa-Gruppen, die sich organisieren, aber es ist halt keine Firma oder so, was man verbieten kann. Aber der Punkt war halt einfach, dass dieser Twitter-Account sehr krass angestachelt hat, ey, verbrennt heute mal irgendwie ein paar Häuser oder so. Und im Endeffekt haben halt irgendwelche rechten White Supremacists geleitet. Gibt's recht oft, dass sich rechte Gruppen als Linke ausgeben und dann Stress machen. Auch umgekehrt soll es auch geben, aber das gibt's eben auch. Das ist natürlich nicht so gut. Gut, dann mit diesem Satz haben wir die Woche eigentlich ganz gut zusammengefasst. Doch, war richtig gut.
Mal gucken, was jetzt noch passiert. Weniger Trump heißt mehr gegen den Klimawandel. Deshalb darf Amerika jetzt mal brennen. Das ist mein finales Abschlussplädoyer zu dem Thema. Mal gucken, wann der mal wieder, also spätestens wenn hier im Juli 1000 Grad werden, wird vielleicht die Klimadebatte nochmal aufflammen. Guckt Beauty and the Nerd. Nee, weil das halt gerade durch diese ganze Corona-Sache natürlich völlig in den Hintergrund rutscht. Ne? Viele das sagen, stimmt. Okay, weniger Flieger ist ja supidupi tolli, aber viel mehr wird darüber nicht mehr gesagt. Dabei ist es halt akut. Wir werden sehen. Ach so, ein Trump-übliches Zitat will ich nochmal reinhauen. Er hat gesagt, der George Floyd, ne, der Angesprochene, der mit dem Knie, Alter. Der soll sogar zwei haben. Ja, George schaut bestimmt jetzt von oben auf uns herab und freut sich über die Jobs. Aber die Jobs in dem Fall sind einfach nur, dass Leute wieder anfangen mit Arbeiten. Ja. Der ist tot, Alter. Er wurde von einem Kopf zu Tode gebürgt. Ja, aber der guckt jetzt herab und denkt, oh, Amerika, euch geht's so gut. Ihr fangt jetzt wieder an mit Arbeiten. Es ist so geil. George Floyd würde Trump wählen. Am Ende wird er noch einmal kurz meine Rede. Ich habe es zwar im Podcast... Stream schon gesagt, aber ich finde, der beste Weg wäre, die müssten es ganz koordiniert machen, klare Forderungen stellen, wie zum Beispiel ne, Police Unities auflösen und Kamera überwachen oder was auch immer. Klare Forderungen, dann alle Arm in Arm mit irgendeiner Art von Führung ist ein schwieriges Wort, aber weißt du, die sind halt gerade so unkoordiniert, so, das bringt irgendwie nichts. Und sich mit diesem Arm in Arm klar distanzieren von irgendwie Rioters, weil wenn dann die Nationalgarde kommt und die gewaltsam und niederschießt, haben sie in jedem Fall gewonnen. Mhm. Weißt du, wenn wirklich die friedlichen Leute, die Arm in Arm, um als zu zeichnen, hier, wir gehören alle dazu und die anderen, die jetzt irgendein Geschäft überfallen, gehören nicht dazu. So. Ach so, aber da reicht ja schon ein Störenfried, der wie einen Böller wirft oder so. Und dann heißt das, wir müssen jetzt schießen auf die friedlichen Demonstranten, weil da sind welche darunter, die haben Bomben. Ich glaube, dass das der Weg wäre. Aber das Wichtige ist einfach strukturierter. So, es gibt halt irgendwie keine klaren Forderungen, es gibt keine klare Koordination. Man müsste irgendwie sagen, okay, hier in 2 Wochen treffen wir uns alle, marschieren aufs Weiße Haus. Stell dir mal vor, irgendwie, da gibt es auch das Pentagon hat da mal so eine Hochrechnung gemacht. Und haben gesagt, 3 Millionen Menschen oder 2 Millionen, ich weiß es gerade nicht genau, es ist schon wieder eine Weile her, dass ich das gesehen habe, also x Millionen Menschen in Washington würden reichen, um das Weiße Haus komplett friedlich zu überrumpeln einfach. Was, 2 Millionen, so viele? So viele, ja. Warum? Weiß ich nicht. Weil es ja wahrscheinlich, weil da hohe Zäune sind, über die du erstmal drüber kommst. Nee, umbiegen. Und so. Oder umbiegen. Ach ja. So. Ich weiß es nicht. Ein bisschen viel. Pentagon-Hochrechnung, ne? In der Praxis kann das alles ganz anders aussehen. Vielleicht haben die nicht bedacht, dass es auch Brechstangen gibt. Ist doch egal. Also Leute, es gibt, ich finde einfach nur witzig, dass es diese, weißt du, diese Hochrechnung mal gibt, ja. Nur als Tipp, liebe Demonstranten, ihr müsst 2 Millionen sein, dann klappt das. Seit 50 Millionen. Stell dir das mal vor, 50 Millionen Leute, die haben eh nichts zu tun. Die sollen, ach, das habe ich noch vergessen, die sollen aufhören zu arbeiten. Streik. Einfach wirklich landesweiter Streik. Alle sagen, nee, fuck off, weil Economy ist ja das Ding von Trump, ne? Fuck off, wir arbeiten jetzt nicht. Stattdessen gehen wir alle nach Washington. 50 Millionen Demonstranten in der Stadt. Egal wie es endet, die haben gewonnen. Wo auch 6 Milliarden auf den Straßen waren. Mindestens 6 Milliarden. Ja. Die Hälfte aller Chinesen waren da. Gut, das haben wir jetzt wieder überzogen, liebe Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Musik, oh, ist so unerträglich. Ist schon laut. Bis zum nächsten Mal, liebe Brennpunkte. Wenn es wieder heißt, brenn unter Punkt. 9,5. Mal gucken, ob wir nächste Woche die 10 schaffen. Das, ja, wir haben ja faktisch Weltkrieg, hat der Dichter gesagt. Nochmal kann Werner Böhm sterben. Okay. Tschüss. Mach keinen Scheiß.